Hallo ihr Lieben, ich habe leider eine schlechte Nachricht. Ich habe das mit dem Greenscreen leider nicht hingekriegt. Ja. Ich bin da auch sehr traurig drüber. Kleiner Scherz. So oder so ähnlich wird es in Zukunft aussehen. Ich werde bestimmt hier und dort noch ein bisschen Feintuning betreiben, aber an und für sich wird das der neue Look von Kriki 2.0. Ich erkläre euch aber jetzt mal ganz schnell mein System. Hallo und willkommen meine Lieben bei Kriki. Ja, ich habe mein Channel hier ein bisschen jetzt aufgepimpt. Ich versuche immer ein bisschen besser zu werden von Video zu Video. Wenn ihr mein allererstes Video seht, dann werdet ihr den Unterschied auch erkennen. Ja, es ist noch nicht alles perfekt, vor allem was das Mikro angeht. Aber ich werde dran feilen und werde versuchen, immer ein bisschen besser zu werden. Ja? Ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz mein System. Ich habe ein ziemlich simples Farbsystem. Werdet ihr immer im Hintergrund erkennen. Ja? Habe ich einen roten Hintergrund, ist das Netflix. Läuft drauf, entweder eine bestimmte Zeit lang, ja? Oder es ist eine Eigenproduktion. Ist ein blauer Hintergrund zu sehen? Dann sind wir bei Prime Video. Ja? Haben wir einen gräulichen Hintergrund, also grau, schwarz, weiß, sind wir bei Apple TV Plus. Haben wir einen grünen Hintergrund, so, sind wir bei Paramount Plus. Ja? Und Disney Plus nicht zu vergessen, gelb. Das ist mein Farbsystem. Bin ich mal im Kino, was nicht selten ist, denn ich bin ein großer Kino-Fan. Dann haben wir einen lilanen Hintergrund. Das ist mein Farbsystem und in meiner Channel-Info habe ich es nochmal reingeschrieben. Was ich mir auch überlegt habe, ich habe neue Übergänge. Von Szene zu Szene habe ich jetzt einen neuen Übergang. Den zeige ich jetzt mal. Ja, das mit dem Übergang überlege ich mir nochmal. Was mache ich überhaupt? Wer es noch nicht weiß, Filmkritiken, Serienkritiken. Wenn ich mal auf Film-Conventions eingeladen werde oder zu Besuch bin, dann werde ich da bestimmt auch was Lustiges mal filmen. Ja, das sind immer sehr lustige, interessante und vor allem spaßige Leute unterwegs. Da wird sich bestimmt was ergeben. Der Aufbau meiner Film- und Serienkritiken ist im Prinzip immer gleich. Ich beginne mit einem Cold Opener, ist meistens ein Witz, muss aber auch zum Thema passen. Ja? Bei so einem Film wie Schindlers Liste werde ich definitiv zu Beginn keinen Witz machen. Das ist pietätlos und ist auch nicht mein Stil. Ja? Bei allen anderen geht das schon eher. Nach dem Cold Opener kommt mein Intro und ein Teil vom Trailer des Filmes oder der Serie mit der Inhaltsangabe. Von mir gesprochen. Dann geht's auch schon los. Ich erkläre zu Beginn dann erstmal ein paar Details. Ja? Besetzung, Regie, irgendwas Besonderes an dem Film bei der Produktion oder der Serie. Das ist der Anfang, gefolgt von den positiven Punkten. Yeah! Was hat mir gefallen am Film oder der Serie? Danach kommen logischerweise die negativen Punkte. Was fand ich nicht so gut? Bei den positiven und negativen Punkten werde ich versuchen, so objektiv zu sein wie möglich. Jedoch werde ich mir bestimmt manchmal meine persönliche Meinung nicht verkneifen können. Aber dann versuche ich es zu begründen, damit ihr es nachvollziehen könnt und schauen könnt, sehe ich das genauso oder ne, sehe ich komplett anders. Im Anschluss vergebe ich eine Schulnote. Ja, eine Schulnote. So ein bisschen in der Hoffnung, dass vielleicht ja irgendwann mal so ein ehemaliger Lehrer oder eine ehemalige Lehrerin mal einen Film machen und dann kann ich denen auch mal eine Schulnote verpassen. Aber bei mir könnt ihr euch sicher sein, zu 100%, dass, wenn ihr nicht meiner Meinung seid, ich der Letzte bin, der sagt, wenn du den Film nicht gut findest, hast du ihn nicht verstanden. Ich kann solche Leute nicht ab. Ja, man kann auch einen Film verstehen und den nicht mögen. Also, ich werde versuchen, meine Kritiken so kurz wie möglich zu gestalten. Ist zwar nicht immer einfach, denn zu manchen Produktionen hat man mehr zu sagen als zu anderen.
Jedoch ist mir klar, dass die Aufmerksamkeitsspanne im Internet jetzt nicht unbedingt hoch ist. Von daher versuche ich es so kurz zu gestalten, wie es nur geht. Rumgetratsche und das Privatleben von Schauspielern und Schauspielerinnen sind mir im Prinzip egal. Wir haben alle irgendwie unsere Probleme. Ob weiß, schwarz, groß, klein, dick, dünn, absolut egal. Wir kämpfen uns alle durchs Leben, ja? Deswegen interessiert mich sowas gar nicht. Tratsch ist für mich, ja, nicht meine Welt. Jedoch, wenn das Privatleben Einfluss auf eine Produktion hat, dann werde ich es mal kurz anschneiden. Ja, wenn zum Beispiel ein Film jetzt länger braucht, nur weil irgendein Schauspieler keine Zeit hat, verschwunden ist, keine Lust hat. Das wird dann mal kurz erwähnt. Jedoch ist mir das Privatleben im Großen und Ganzen komplett egal. Noch kurz zu mir. Das hier ist mein Hobby. Ich habe auch einen Hauptjob natürlich, aber ich versuche so regelmäßig wie möglich Videos hochzuladen, um euch zu informieren, unter anderem, ja? Und dazu soll das auch ein bisschen Spaß machen und auch relativ gut aussehen. Thema Film hat mich schon begeistert, seit ich 10 bin. Wie groß ist man mit 10? Keine Ahnung, wir werden es nie erfahren. Ja? Aber Jurassic Park 1 hat mich angefixt. Und seitdem schaue ich nicht nur Filme und Serien, sondern auch die Making-ofs. Mich interessiert, wie sowas produziert wird. Jurassic Park 1 ist da dann ein perfektes Beispiel. Da wurde so viel Liebe reingesteckt und so viel Arbeit. Das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen mit dem ganzen CGI. Da hat man auch mechatronische Füße und riesige Dinos gebaut. Das ist für mich Filmkunst. Ja? CGI reingeklatsche, wenn der ganze Film aus CGI besteht, ohne Inhalt, bringt das nichts. CGI muss immer unterstützen. Die Story unterstützen. Ja, so sehe ich das persönlich. Ein Film, der einfach nur auf CGI aufbaut, ohne wirklichen Inhalt, ist für mich kein richtiger Film. Warum mache ich das hier noch? Ach ja, wir brauchen alle mal eine Ablenkung vom Leben, oder? Ja, alle brauchen irgendwie mal ein Hobby. Ob es nun Stricken ist, ob es zum Sport gehen ist, wir müssen uns irgendwo austoben. Und genau das hier ist das für mich. Ja? Es entspannt mich, ich rede gerne. Vor allem bin ich interessiert an euren Meinungen. Schreibt also gerne im Kommentarbereich, was immer ihr möchtet. Seid aber freundlich, ja, wir sind alle groß, wir kriegen das gebacken, auch produktiv und konstruktiv vor allem über einen Film oder einer Serie reden und schreiben zu können. Will ich euer Geld? Nö. Wie gesagt, ich habe einen Job, ich arbeite jeden Tag. Das hier ist wirklich nur mein Hobby, aber das ich intensiv betreibe. Und das macht mir mega Spaß. Das könnt ihr mir glauben. Das ist genau meine Welt. Ja, und also euer Geld will ich definitiv nicht. Bei YouTube kommt am Anfang wahrscheinlich ein Werbeclip, aber das ist nicht von mir. Das tut mir leid, das hat YouTube vor ein paar Jahren eingeführt, dass zu Beginn ein Werbespot kommt. Die müssen ja auch irgendwie gucken, wo sie bleiben. So ihr Lieben, das war Hakim der Erklärbär. Das war mein Einführungsvideo. Ich hoffe, ich konnte soweit alle Fragen beantworten. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt gerne in den Kommentarbereich. Und ich gucke da regelmäßig rein und werde, soweit ich kann und so schnell ich kann, euch eine Antwort geben. Also, bis bald, ihr Lieben!